Willkommen bei den DB Masters Webinar zum Thema Oracle 19c neue Funktionalitäten in den Release Updates 19.7 bis 19.14. Worum geht's? Oracle hat etwas gemacht, was Oracle von Zeit zu Zeit auch schon ältere Releases gemacht hat. Features, die eigentlich in neueren Datenbankversionen gekommen sind, in ältere zurückportiert. Begonnen hat das Ganze mit 19.7, der Einführung der SQL-Makros und geht weiter über jedes Release-Update, das danach gekommen ist, mit vielen, vielen, vielen neuen Funktionalitäten. Wir haben in diesem Seminar hier alle bis inklusive 19.14 zusammengefasst. Ganz wichtig, damit ich diese neue Funktionalität auch nutzen kann, muss ich entsprechende kompatible Parameter auf die Version setzen, beispielsweise für Blockchain-Tables eben auf 19.10. 19.7, SQL-Makros. SQL-Makros ist die Möglichkeit, dass ich eben SQL-Ausdrücke, SQL-Funktionalitäten verwende. Schaut im Prinzip aus wie PLSQL, es ist aber in Wirklichkeit SQL-Funktionalität. Das heißt, ich kann als Beispiel hier, wenn ich aus dem File-Path nur den Namen vom File haben möchte, mit einem Substring arbeiten. Da dies nicht wirklich schön lesbar ist, kann ich eben eine SQL-Funktion hinterlegen, die dann Path heißt und mir beim File-Namen, beim Pfad des Input den File-Namen zurückliefert. Leider ist es aufgrund von einem Bug erst ab 21.10 möglich. In der Dokumentation von 19 ist es aber dann schon drinnen. Was sehr wohl schon funktioniert, sind Table-Ausdrücke in der From-Clause. Das heißt, ich kann hier eine SQL-Funktion anlegen, die in Wirklichkeit Select-Statement darstellt und ich kann dann entsprechend darauf zugreifen. Mit 19.8 ist dann In-Memory Base Level gekommen. In-Memory wurde mit 12c eingeführt und bietet mir eben einen Store In-Memory, wie der Name schon sagt. Ab 19.8 darf ich einen auf 16 GB limitierten Column Store nutzen, mit einigen funktionalen Abstrichen, aber durchaus zum Feststellen, ob diese Funktionalität, ob diese Option für mich sinnvoll ist, ist der erste Schritt. Mit 19.9 ist die Möglichkeit von Grid Infrastructure Switch Home gekommen. Die Idee dahinter, ich kann eine neue Grid Infrastructure Version installieren, während die alte noch läuft, und ich kann dann relativ schnell von einer Grid Infrastructure in eine neue Grid Infrastructure Version umsteigen. Das heißt, die Downtime fürs Patching der Grid Infrastructure wird dadurch geringer. Ebenfalls mit 19.9 ist DBMS Crypto erweitert worden um asymmetrische Keys. Das heißt, hier werden jetzt neue asymmetrische Keys unterstützt. Wieder zurück ist mit 19.9 auch Syslog Support für Unified Audit. Mit Oracle 12c ist Syslog Support entfallen. Das Oracle 11 war ja möglich. Ab 19.9 geht es jetzt wieder. Mit 19.10 ist das Package DBMS Cloud dazugekommen, um den Zugriff aus der Datenbank heraus auf sogenannte Object Stores zu ermöglichen. Man muss es manuell einspielen und es gibt mir die Möglichkeit, eben auf Object Stores zuzugreifen und dort Daten zu laden. Ich kann darauf zugreifen wie bei External Tables. Mit 19.10 ist auch die Blockchain Table gekommen. Eine Tabelle, die im Prinzip Append-Only ist. Das heißt, nur Insert ist erlaubt. Es werden hier kryptografische Checksummen gebildet. Delete geht erst nach einer gewissen Zeit, wenn ich das überhaupt erlaube, zum Beispiel, dass die Daten beispielsweise 5 Jahre drin sein müssen oder 7 Jahre drin sein müssen und es dann gelöscht werden können. Update ist grundsätzlich verboten und eben die Datensätze sind mit kryptografischen Hashes miteinander verbunden. Das heißt, ein Ändern, ein Fälschen der Daten ist nicht möglich. Weitere Funktionalitäten in 19.10, Support für mehrere verschiedene Kerberos Principles, das heißt Kerberos Domains, Directory Domains. Erweiterung von Database Resistant Connection Pooling. Ich habe die Möglichkeit, die Anzahl der Authentication Server einzustellen. Es gibt einen ARM Client für Oracle Datenbanken. Golden Gate ist jetzt PDB Capture Aware, war vorher nicht möglich. Und es gibt jetzt Support für Microservices laut FIPS Standard. Exadata Only ab 19.10. kann ich automatisches Update des Object-Statistiken bei DML mir einschalten und entsprechend auch die zusteuern.
Mit 1911 ist Immutable Tables gekommen. Das ist ein Insert-Only-Table, ähnlich der Blockchain-Table, aber ohne deren Overheads. Das heißt, ich kann dort nur einfügen. Brauche aber nicht die Rechenleistung, um hier Hashes zu rechnen. Updates und Delete sind nicht möglich. Weitere Funktionalitäten in 1911. Ich habe die Möglichkeit, für Application Continuity Checks zu machen, die beim Identifizieren von Problemen helfen. Das ist, warum zum Beispiel eine Transaktion nicht replayable war. Wieder eine Weiterentwicklung beim Database Resistant Connection Pool. Bis inklusive 1910 war es so, dass der standardmäßig Dedicated Server-Prozesse erzeugt hat. Habe ich sehr viele Connects, wäre ein Shared Server vielleicht sinnvoller. Das kann ich jetzt entsprechend einschalten. Eine weitere Funktionalität, die auch gleich ein Memory Leak verursacht hat, ist gekommen, das PGA-Accounting. Das PGA-Accounting soll helfen, die Abschätzung zu geben, wie viel Platz braucht denn die jeweilige Session im Moment. Ja, also wie viel Platz in der PGA braucht eine aktuelle Session im Moment. Und dafür gibt es eine neue Struktur, aber eben leider mit einem Bug. Etwas sehr Interessantes ist mit 1912 gekommen, die Möglichkeit für Passwort-Rollover. Das heißt, der Benutzer kann mit dem alten und dem neuen Passwort anmelden, zum Beispiel eben für einen Tag oder für eine Woche. Idealerweise dort, wo ich eben den Benutzer und das Passwort an mehreren Stellen nachtragen muss. Beispielsweise eine Webserver-Farm mit Dutzenden von Webservern, die gegen eine Datenbank connecten. Ich kann jetzt nicht bei allen Webservern gleichzeitig das Passwort ändern. Mit der Rollover-Time ändere ich das Passwort und kann einen Webserver nach dem anderen das Passwort aktualisieren. Ebenfalls in dieser Version gekommen ist der offizielle Support für ein eigenes Filesystem für PMEM. PMEM ist Persistent Memory, das ist das Flash Memory, die Obtain Memory im Server drinnen. Ich kann jetzt in dieses Filesystem Data Files, Control Files, Online Log Files und Temp Files hineinlegen. Ne? Es basiert auf XFS und ist eben Teil vom Oracle Unbreakable Kernel. Mit 1912 hat sich bei der Netzwerkverschlüsselung etwas getan. Das Thema ist, dass bei Oracle die Netzwerkverschlüsselung aus historischen Gründen noch sehr alte und nicht mehr sichere Verschlüsselungs- und Kryptoverfahren, Kryptochecks, man kennt. Aufgrund einer Schwachstelle im Protokoll war es möglich, mit Man-in-the-Middle-Attacken dafür zu sorgen, dass die Verschlüsselung eben nicht ein aktueller sicherer Verschlüsselungskey ist oder Kryptochecksum ist, sondern eben auf eine alte zurückgefallen wird, die angreifbar war. Das kann man ab 1912 dann entsprechend verhindern. Mit 1913 sind Analytics Views gekommen für alle Editionen. Das heißt, habe ich Applikations-Editions in der Datenbank, habe ich jetzt die passenden Views, die eben auch diese Datenbank-Editions unterstützen. Mit 1913 ist auch gekommen der erste Schritt in der Unterstützung von TLS-Connectivity ohne Zertifikate, ohne Wallets am Client. Im ersten Schritt geht es darum, einen Benutzer zu authentifizieren. Das heißt, ich kann jetzt dafür sorgen, dass ein Benutzer authentifiziert wird, ohne selber ein Wallet zu besitzen. Mit 1914 ist es dann weitergegangen, dass auch die Verbindung selber verschlüsselt sein kann. Ja, das ist im ersten Schritt die Authentifizierung, im zweiten Schritt die SST, die TLS-Verschlüsselung dieser Connections. Zusammenfassung. Oracle nutzt die Release-Updates, um der 19c-Funktionalitäten beizubringen. Ein Grund war sicher, dass Oracle die 20c aufgrund von Corona gar nicht öffentlich zugänglich gemacht hat und daher begonnen hat, diese Funktionalitäten in die 19c zurückzuportieren. Ein anderer Grund ist, dass man eben den Kunden ermöglichen möchte, die neuen Funktionalitäten wie im Blockchain Table und so weiter auch schon in der aktuellen Long-Term-Version der Oracle-Datenbank zu nutzen. Das hat Vorteile, dass ich eben diese Features nutzen kann. Der Nachteil ist aber auch, dass ich damit den einen oder anderen Bug in diese 19c hineinbekomme. Daher muss man aufpassen beim Patchen, dass man hier nicht in ein Problem reinläuft. Leider ist die Informationspolitik zu diesen neuen Features nicht sehr gut. Diese Informationen findet man gar nicht. Man muss regelrecht danach suchen, um herauszubekommen, was es hier Neues gibt. Und das haben wir im Sigma gemacht.
Haben Sie noch Fragen? Brauchen Sie Unterstützung? Wenden Sie sich einfach an einen Mitarbeiter von DB Masters oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder über das Kontaktformular auf unserer Homepage. Ihr Christian Pfundner von DB Masters.